Sie suchen eventuell den richtigen Immobilienmakler für Ihren Immobilienverkauf. Was müssen Sie dabei beachten? Sie müssen sich zuerst mal klar werden, der Immobilienmakler kauft keine Immobilien und verkauft auch streng genommen keine Immobilien. Der Kaufvertrag kommt zwischen zwei privaten Personen im Normalfall zustande. Der Immobilienmakler ist also ein reiner Dienstleister. Daher prüfen Sie genau, welche Dienstleistungen er in Ihrem Interesse erbringt. Er sollte umfangreiche Kenntnisse und Erfahrung in Ihrem Gebiet haben im Immobilienverkauf. Denn er muss Sie beraten über rechtliche, technische und eventuell auch steuerrechtliche Fragen. Er sollte erfahren sein im Verhandeln und ein seriöses Auftreten haben. Lassen Sie sich nicht blenden von ihm überhöhten Verkaufspreisen. Auch ein seriöser Immobilienmakler weist Sie auch auf negative Dinge hin. Lassen Sie sich also von seriösen Maklerbüros überzeugen, die durch Dienstleistung brillieren und Sie seriös und offen beraten.